Ihr möchtet in eure Webtrainings mehr Interaktion bringen und Teilnehmer auch über die Webcam mehr und noch besser einbinden? Wir haben euch letzte Woche Menti und Office Forms vorgestellt und ja auch schon so ein bisschen einen Blick darauf geworfen, wofür ihr was verwenden könntet. Und in dieser Folge möchten wir nochmal mehr auf die Interaktion in Workshops und Schulungen mit Menti eingehen. Ihr erfahrt also heute, wie ihr Menti in euren Schulungen nutzen könnt und welche Erfahrungen wir damit bereits gemacht haben. Herzlich willkommen zu Nubu Radio, der Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloud-Worker. Hier bekommst du umsetzbare Tipps aus der Praxis für die Praxis. Hi, wir sind die Nubu Workers und wir helfen Unternehmen dabei, Office 365 erfolgreich und nachhaltig zu integrieren und Prozesse zu verschlanken und mehr Agilität zu erreichen. Und zwar ohne Geld zu verbrennen und die Mitarbeiter im Change-Prozess zu verlieren. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubu Radio. Mein Name ist Dominique. Nachdem wir uns letzte Woche Menti und Forms schon einmal angeschaut haben und schon die Funktionen etwas kennengelernt haben, geht es in dieser Woche ganz nach dem Motto aus der Praxis für die Praxis darum, wie ihr Menti einbauen könnt in Workshops, in Schulungen, gerade auch über oder für Webschulungen und Trainings. Und wir selbst haben ja auch schon berichtet, dass wir Menti schon genutzt haben. Ich ja bei der European Collaboration Summit einfach mit einer Umfrage. Nadja durfte das Ganze schon bei ihrer Weiterbildung zum Innovationsmanager testen und war da auch als Teilnehmerin vor Ort. Und auch hier wurde als erstes ein kurzes Blitzlicht, mit dem wurde eigentlich begonnen. Also was erwartet man sich so von der Schulung und was möchten die Teilnehmer gerne mitnehmen? Da hatte man schon so einen ganz guten Überblick. Und auch während des Workshops wurden immer wieder solche Blitzlichter dann durchgeführt. Und damit wurde dann die Stimmung einfach rausgefunden. Also interessiert euch das Thema noch oder wie geht es euch damit? Gibt es vielleicht irgendwelche Themen, die wir unbedingt noch ansprechen sollten? Das wurde alles bisher mit den Umfragen gemacht. Und dann gab es den Einsatz der Word Cloud. Das war super, um einfach herauszufinden, was die Teilnehmer mit einem bestimmten Begriff verbinden. Und zwar wird da ein Begriff vorgegeben und dann kann jeder Teilnehmer die Begriffe, die ihm dazu in den Kopf schießen, hinzufügen. Und je nachdem, wie oft ein Begriff genannt wurde von den Teilnehmern, wandert der dann näher an den Hauptbegriff und wird immer größer auf der Präsentation. Und so kann man auch das einmal nutzen mit, wie sehen die Teilnehmer etwas, aber auf der anderen Seite auch, was ist den Teilnehmern wichtig oder wo gibt es viele Überschneidungen. Also auch hier eine super Einsatzmöglichkeit dieser Word Cloud. Total cool, wir wollen es auf jeden Fall auch selbst mal in unseren Schulungen testen, wie das so ankommt. Wir haben bisher zwar auch schon damit gearbeitet mit Umfragen, aber selbst mit dieser Word Cloud jetzt noch nicht, aber steht auf jeden Fall auf dem nächsten Schulungsprogramm auch bei uns mit drauf. Was auf jeden Fall auch eine coole Sache ist, ist die Priorisierung von Themen. Sprich, ihr gebt eine Anzahl von Themen vor, die vielleicht noch zwischen 3 und 5 und ihr wisst aber schon so, alle 5 werden wir vermutlich nicht durchkriegen. Wir möchten oder ihr möchtet besser gesagt, dass die Teilnehmer selbst priorisieren, worauf der Fokus jetzt noch gelegt wird, damit sie auch am meisten oder den meisten Input aus der Schulung mitnehmen können. Und dann erstellt ihr eine Priorisierung, gebt die Themen, die auf der Agenda stehen, noch vor und jeder Teilnehmer kann dann sagen, okay, für mich ist Prio 1 Thema Teams, Prio 2 Planner, 3 OneNote und 4 OneDrive. Und der Nächste sagt dann vielleicht, Planner ist bei mir 1, OneDrive 4 und so weiter und so fort. Und je nachdem, wie viele Teilnehmer dann was gewotet haben, habt ihr eine super Übersicht, was wirklich noch wichtig ist und welchem Thema ihr noch als Nächstes die Zeit widmen könnt. Das gibt euch auch die Chance, direkt auf die Teilnehmer einzugehen und dadurch die Stimmung zu heben, wenn vielleicht gerade mal ein kleines Loch kommt, irgendwie es ist kein Drive mehr da,
die Motivation schläft so ein bisschen ein, dann einfach mal schauen, liegt es vielleicht daran, dass die Priorisierung für die Teilnehmer eine ganz andere ist, der Fokus so ein bisschen abgeschweift ist. Also auch hier kann man super diese Priorisierung von den Themen nutzen. Und das ist einfach nochmal was anderes, wie jetzt einfach nur so eine Multiple-Choice-Frage, was ist für dich wichtig, Teams, Planner und. Wenn sich dann jemand denkt, also eigentlich Teams und Planner ist für mich wichtig, aber jetzt muss ich mich entscheiden. Und mit der Priorisierung habt ihr da ein bisschen besseres Spektrum für und könnt das Ganze abfangen. Ja, diese ganzen, also alle Möglichkeiten, die wir jetzt auch so schon genannt haben, es ist einfach eine spielerische Art, die Leute für Digitalisierung auch so ein bisschen zu begeistern. Weil sie brauchen ja auch immer ihr Smartphone und sie dürfen immer was machen. Und neben dem Input für den Workshop, den ihr dadurch bekommt oder für die Schulung, ist es natürlich auch, die Teilnehmer fühlen sich gefragt und abgeholt und geben am Ende vielleicht auch ein ganz anderes Feedback und auch die Interaktion unter den Teilnehmern ist vielleicht eine größere, weil je mehr Themen natürlich übereinstimmen, desto mehr können sie sich ja auch gegenseitig dann austauschen. Also da spricht man nicht so sehr an einem dann vorbei, sondern holt eben einfach alle mit ins Boot und stärkt so auch die Interaktion in der Gruppe. Nicht nur mit euch als Trainer oder Referenten, sondern auch mit den Teilnehmern untereinander. Also auch das sollte nicht außer Acht gelassen werden. Auch dafür sind diese Interaktionen wirklich wertvoll. Testet doch auch mal die Fragenfolien bzw. Frage- und Antwortfolie. Da haben die Mitglieder bzw. die Teilnehmer die Möglichkeit, ihre Fragen zu stellen und die werden dann alle auf einer Folie gesammelt. Nummer eins, ihr habt den Überblick, wie viele Fragen sind denn eigentlich noch offen. Ihr könnt alle nacheinander abhaken. Die Teilnehmer sehen, dass ihr euch mit der Frage beschäftigt und wissen, okay, sie ist angekommen. Also selbst wenn ihr sagt, wir können oder wir gehen erst später darauf ein, weil aktuell das noch nicht zum Thema passt und wir später sowieso dazukommen. Sie haben sie angebracht und wissen, sie geht nicht verloren, weil es eben festgehalten ist. Die Möglichkeit hat man ja zum Beispiel auch über eine Chat-Funktion, das hatte ich in der letzten Folge auch kurz angesprochen, aber diese Präsentation ist einfach präsenter, weil man es dann auch nochmal an die Wand oder über die Präsentation teilen, mit allen Mitgliedern teilen kann. Und der Chat, da muss man dann scrollen und vielleicht ist ganz oben die Frage. Also dieser Überblick ist einfach nicht da und den bietet diese Möglichkeit mit Menti einfach. Wirklich eine coole Sache. Und dann könnt ihr auch einstellen, während der Präsentation, auf welchen Folien denn Fragen gestellt werden dürfen. Das heißt, ihr könnt sogar unabhängig von dieser Folie sagen, ja, hier dürfen die Teilnehmer auch noch Fragen stellen. Also da bietet euch Menti wirklich umfangreiche Möglichkeiten, die Fragen der Teilnehmer abzufangen bzw. zu notieren und abzuarbeiten. Was natürlich auch geht, je nachdem, was ihr für einen Workshop oder für eine Schulung habt, ist am Ende ein kleines Quiz zu veranstalten, um das Wissen der Teilnehmer zu testen. Muss passen, also es passt bestimmt nicht immer, aber je nachdem, wenn es passt und ihr eine Gruppe habt, wo ihr sagt, ja, da passen auch die Teilnehmer dazu, also nicht nur zum Thema, sondern auch zu der Gruppe, mit denen ihr das macht, dann erstellt auch ein kurzes Quiz. Auch das könnt ihr nämlich in Menti machen. Und dann einfach am Ende nochmal so zum Abschluss einen kleinen Wissenstest. Lockert das Ganze nochmal auf, muss auch gar nicht mit Bewertung, darum geht's ja gar nicht. Es geht ja eigentlich eher darum, dass ihr auch nochmal seht, haben das die Leute wirklich alle verstanden. Muss ich vielleicht nochmal auf ein Thema genauer eingehen, wenn es mehrere vielleicht nicht richtig beantwortet haben. Also auch das ist für euch eine Hilfe. Und die Teilnehmer können selbst nochmal was machen und ihr habt nicht wieder einen Monolog für den Abschluss, sondern eine Interaktion. Für das Feedback könnt ihr am Schluss natürlich auch wieder eine Umfrage erstellen oder ihr schickt das Ganze nochmal mit irgendwie
um da nochmal Feedback zu bekommen. Natürlich ist auch immer das Gespräch mit den Teilnehmern wichtig und notwendig. Also nicht nur auf diese Umfragen gehen, sondern auch wirklich das Persönliche noch beibehalten. Also durchaus am Ende mit der Feedbackrunde auch fragen und die Teilnehmer direkt antworten lassen. Das ist einfach noch viel, viel wertvoller, dass andere mit Umfragen, Quiz und den ganzen Möglichkeiten, die wir da haben. Das ist ein Zusatz, das sind schöne Möglichkeiten, die lockern das Ganze auf, aber die ersetzen natürlich auch nicht alles. Also das solltet ihr auf jeden Fall immer im Hinterkopf behalten. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen kleinen Einblick erhalten, wie ihr Menti nutzen könnt, um Interaktionen in Workshops oder Webtrainings zu bekommen. Wie gesagt, ist sowohl Präsenz, also als Präsenztrainings, wie auch für Webcasts oder Webtrainings möglich, hat bei beiden auf jeden Fall seinen Charme und macht auch als Teilnehmer Spaß. Das können wir aus eigener Erfahrung auch sagen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr Menti zum Beispiel nutzt, uns mal Feedback gebt, was ihr für Erfahrungen mitgemacht habt und wo ihr es einsetzt. Und ja, wenn ihr sonst irgendwelche Fragen habt oder weitere Themenvorschläge, gerne über die bekannten Kanäle oder per E-Mail an info@nuboworkers.com. Und denkt immer daran, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.